Je ne sais pas si vous savez qu'au temps des apparitions, le commissaire Jacomet disait à la petite Bernadette: Bernadette, tu fais courir le monde. Ich weiß nicht, ob Ihnen bewusst ist, dass Kommissar Jacomet während der Erscheinungen zu Bernadette gesagt hat: Ist dir eigentlich bewusst, dass die Leute dir nachlaufen? Das ist auch heute noch so. Wir werden jetzt eine Gesprächsrunde erleben, genau um dieses Thema, nämlich dass Bernadette heute in Form von Reliquien durch die Welt reist, auch im Rahmen der Mission unserer lieben Frau von Lourdes. Wir schauen uns zunächst einen kurzen Film an, zu dem, was in den letzten Jahren vor sich gegangen ist in Bezug auf diese Missionen. Und danach werde ich Ihnen die Redner vorstellen. Hier einige Eindrücke der Reisen der Reliquien der heiligen Bernadette nach Italien zwischen 2017 und 2019. Halt in Deutschland 2018. Reise der Reliquien nach Spanien im Jahr 2019. Und Reise der Reliquien in die Vereinigten Staaten im Jahr 2021. Und im vergangenen Jahr Reise der Reliquien nach Großbritannien. In Frankreich waren die Reliquien dreimal im Jahr 2017, 19 und 21. Très émouvant, hein, en quelques images. Diese Bilder sind sehr berührend. Ich lade jetzt unsere Teilnehmer ein an dieser Gesprächsrunde. Pater Jean-Marcel Rossini, Pauline Broquet, Pater Vincent Cabanac, Monseigneur Seddon. Und Marlène von den North American Volunteers. Wir können Sie gerne mit einem Applaus begrüßen. Dank einiger von diesen Menschen haben die Reisen der Reliquien stattfinden können. Das Ziel heute Nachmittag ist, Ihnen noch einmal zu erklären,
wie gut diese Wallfahrten gelaufen sind und welche Früchte wir davon getragen haben. Es ist immer wunderbar, Bernadette zu folgen, dort, wo sie hingeht. Und wir begleiten diese Reliquienreisen auch eben mit diesen sogenannten Missionen unserer lieben Frau von Lourdes. Uns zugeschaltet ist auch Pater Nicoli aus Bastia. Der uns auch aus der Distanz berichten wird, wie die Wallfahrt der Reliquien von Bernadette in seiner Region verlaufen ist. Meine erste Frage richtet sich natürlich nach den Zeugnissen. Was ist aus diesen Missionen hervorgegangen? Welche Früchte haben sie getragen? Wir möchten dazu erst mit Marlène sprechen, die bei der Organisation sehr mitgeholfen hat, insbesondere was die Reise in die Vereinigten Staaten angeht. Sie haben verschiedene Vereinigungen zusammengetrommelt, damit diese Reise möglich wurde. Sie sind die Gründerin der nordamerikanischen freiwilligen Helfer. Welche Früchte und positive Konsequenzen haben sich aus dieser Reliquienreise ergeben? Was hat es gebracht, dass Bernadette in ihr Land gekommen ist? Ich denke, dass in unserem Land wir noch mehr über Lourdes erfahren müssen. Insbesondere die Botschaft von Lourdes und auch die Person von Bernadette. Insbesondere in der Zeit der Corona-Pandemie hat uns diese Beziehung zu Lourdes, zu Bernadette, sehr geholfen. Ich möchte dieselbe Frage stellen an Monsignor Seddon. Auch Sie haben bei der Mitarbeit weitergewirkt. Sie sind selber Präsident dieser Wallfahrtsorganisation in den Vereinigten Staaten. Was mich besonders berührt hat, war die Anzahl von Kindern, die die Reliquien besucht haben. Insbesondere unsere Schulen haben daran teilgenommen. Wir haben auch eine Schule, die den Namen Bernadette trägt. Aber es ging noch sehr viel weiter darüber hinaus. Wir hatten sehr viele Menschen aus unterschiedlichen Regionen, unterschiedlichen Gesellschaftsschichten, die gekommen sind. Und diese Reliquien haben sie angezogen. Das war eine Möglichkeit, unserer lieben Frau von Lourdes näher zu kommen und auch der Person der Bernadette. Wir in Liverpool hatten auch die Möglichkeit, zusammenzuarbeiten mit den Anglikanern, mit der anglikanischen Kathedrale und haben gemeinsam diese Wallfahrt der Reliquien Bernadettes erlebt. Wir haben auch eine Art Abschiedszeremonie gemacht und uns von den Reliquien verabschiedet, als sie wieder zurückfahren mussten. Das war eine wunderbare Erfahrung für die gesamte Gemeinschaft in unserem Land. Das heißt, sie weisen darauf hin, dass es auch eine ökumenische Frucht gegeben hat mit der Reise von Bernadette, nämlich zwischen der anglikanischen und ihrer eigenen Kirche. Ja, ich glaube, die Frucht dieser Erfahrung war, dass die Anglikaner in der Lage waren, auch ihren Glauben auszudrücken. Nicht nur in der Lektüre der Heiligen Schrift, sondern über die heilige Bernadette. In Liverpool gibt es vor allen Dingen die Low Church, das heißt eine eher protestantisch geprägte Kirche. Und wir haben mit ihnen trotzdem gemeinsam beten können. Und das war für mich eigentlich das wahre Zeugnis, dass diese Ökumene, dieser Dialog möglich wurde. Als uns das zuerst angeboten wurde, diese Reliquienreise, dann haben wir uns erst die Frage gestellt, hat das Sinn? Warum? Es waren
alles praktische Fragen. Moi, je comprends rien en anglais. Père Nicolas, vous nous entendez? Oui, oui, très bien, oui. Vous voyez? Oui, très bien, oui. Vous êtes curé de la paroisse Notre-Dame de Lourdes? Oui. Wir wenden uns jetzt an Pater Nicoli aus Bastia auf Korsika. Er ist Pfarrer der Pfarrgemeinde unserer lieben Frau von Lourdes. Sie haben Bernadette auch nach Korsika eingeladen, sozusagen. Was waren die Früchte, die Sie festgestellt haben? Was hat sich verändert nach dem Kommen der heiligen Bernadette? Für mich war das etwas Außergewöhnliches, dieser Besuch, denn wir waren wirklich an der Hochzeit des Covid, kurz nach der Ausgangssperre. Es war sehr schwierig, man konnte noch nicht überall hinfahren. Und ich habe mir gewünscht, dass meine Pfarrei trotz allem diese Erfahrung des Reliquienbesuchs erleben kann, auch als ein Zeichen der Hoffnung. Eine Hoffnung, wie wir sie auch in Lourdes erleben, die uns erlaubt, wieder Freude zu empfinden und weiter voranzugehen. Wir wollten die Botschaft von Lourdes neu entdecken lassen. Die Korsen kommen schließlich sehr zahlreich nach Lourdes. Und auch wenn unsere Wallfahrt nicht sehr bekannt ist, wollten wir gerne Lourdes bekannt machen in unserer Region. Die Figur der Bernadette ist auch besonders wichtig für die Jugendlichen, denn ich glaube, Bernadette hat unserer Jugend von heute etwas zu sagen. Und für mich war genau das die Herausforderung, Jugendliche anlocken, eine Erneuerung zu schaffen. Wir haben also die Gnade gehabt, sie bei uns sehr, sehr lange in Empfang nehmen zu können, und das hat wirklich Früchte getragen. Viele Gnaden wurden empfangen. Denn Bernadette hat jetzt an Bedeutung gewonnen bei uns. Die Jugendlichen interessieren sich mehr dafür. Viele möchten mit uns nach Lourdes kommen. Jedes Jahr sind es mehr. Wir haben also wirklich viele wunderbare Dinge erreicht in dieser Zeit. Obwohl der Kontext sehr schwierig war zu dieser Zeit. Pater Vincent Cabanac, Sie sind der Verantwortliche der französischen Nationalwallfahrt der Assumptionisten. Ihre Wallfahrt wird dieses Jahr 150 Jahre alt. Das ist also ein wichtiges Jubiläum, eine Feier. Und Sie haben sich entschlossen, Bernadette in diese Feier mit einzuziehen. Sie möchten, dass Bernadette an diesem Jubiläum teilhat. Wie sind Sie auf die Idee gekommen und was erwarten Sie von dieser Präsenz der heiligen Bernadette? Ich danke vor allen Dingen den Dominikanern der Rosenkranz-Wallfahrt, die mir von dieser Reliquienwallfahrt erzählt haben, insbesondere auch ins Vereinigte Königreich und in die Vereinigten Staaten. Für uns in Frankreich haben wir das ganz anders erlebt. Wir haben uns da oft nicht so viele Gedanken darüber gemacht, denn wir denken immer, wir sind Bernadette so nahe, wir sind ja in Frankreich, vielleicht ist es dann gar nicht notwendig, dass die Reliquien zu uns kommen. Aber uns ist klar geworden, dass Bernadette noch nicht überall war in Frankreich. Wir haben mit dem verantwortlichen Priester von Nîmes und dem Bischof dort gesprochen, die uns gesagt haben, dass es etwas ganz Außergewöhnliches war, die Reliquien dort bei ihnen zu empfangen. Und das wollen wir fördern. Diese Freifahrt der Reliquien, dass sie überall hinkommen kann. Die Figur der Bernadette muss bekannt werden, dank der Anbetung der Reliquien, aber nicht nur durch die Reliquien. Man muss nämlich die Person kennenlernen, diese Person, an die sich die Jungfrau Maria gerichtet hat und die uns ein so wunderbares Beispiel gegeben hat. Das Gesicht dieses jungen Mädchens kann zu allen sprechen und hat zu allen etwas zu sagen. Sie spricht die Sprache dieser Region, aber dennoch ist sie für alle verständlich. Die Botschaft von Lourdes ist universell. Wenn wir also uns auf die Reise dieser Reliquien begeben, dann merken wir, dass es nötig ist, dass die Leute dieser Botschaft bedürfen. Wir haben es in 4 Diözesen von Frankreich bereits festgestellt und hoffen, dass wir diese Erfahrung im April und auch im März schon erneuern können. Wir müssen Bernadette den Leuten noch näher bringen, als das bis jetzt der Fall ist. Es geht also nicht nur darum, dass wir zu Bernadette kommen, sondern auch, dass Bernadette zu uns kommt.
So bringt Bernadette die Botschaft von Lourdes durch ihre Gegenwart in andere Regionen, durch das Gebet auch und durch die Gesten von Lourdes, die wir in diesem Rahmen auch durchführen werden. Pater Jean-Marcel Rossini, Sie sind Priester der Wallfahrtsstätte. Sie begleiten diese Missionen unserer lieben Frau von Lourdes und damit auch verbunden die Reliquienwallfahrt gemeinsam mit Pauline. Es scheint erstaunlich, dass wir in unserer Zeit noch zur Anbetung von Reliquien aufrufen. Ist das überhaupt noch modern? Und wenn ja, inwiefern? Sind Sie von dieser Faszination selber überrascht? Ja und nein. Ich möchte zur Einleitung sagen, wir konzentrieren uns natürlich einerseits auf die Reliquien, aber das steht nicht an erster Stelle. Unser erstes Ziel war es, die Mission unserer lieben Frau von Lourdes zu starten. Es geht nicht so sehr darum, die Reliquie in die Länder zu tragen wegen der Reliquie, sondern es geht zuallererst um ein Glaubenszeugnis. Wir wollen die Botschaft einer Hoffnung weitertragen. Die Botschaft der Hoffnung von Lourdes. Und das geschieht zum einen über Bernadette, denn Bernadette ist niemand Außergewöhnliches. Sie ist ein armes Mädchen. Das schönste Kompliment, was man ihr gemacht hat, war, dass sie nicht eins der schönsten Mädchen war. Aber dieses einfache Mädchen, dieses Mädchen in Not, wirft die Gnade, die sie empfangen hat, auf uns zurück. Sie erreicht uns auf besondere Weise. Und heute hilft uns eben die Reliquie dabei, dass wir Bernadette und damit der Botschaft von Lourdes näher kommen. Die Antwort, die wir dem Herrn geben, muss nicht theoretisch sein. Es geht um eine konkrete Antwort. Ich komme, Herr, hier bin ich und ich möchte deinen Willen erfüllen. Und indem wir uns Bernadette annähern, indem wir in gewisser Weise ihre Reliquien verehren, führen wir einen Glaubensakt durch. Deutlich werden uns durch die Reliquien vor allen Dingen das Geheimnis der Auferstehung des Leibes, der Teil des Katechismus der katholischen Kirche ist. Und ein weiteres Beispiel, das uns die Reliquien geben, ist die Gemeinschaft der Heiligen. Bernadette, die uns mit allen, die im Himmel sind, verbindet. Bernadette wird auch heute noch zu einer Botschafterin. In einem weiteren Teil dieses Gesprächs werden wir auch auf die praktischen Details dieser Reisen eingehen. Darum wird sich vor allen Dingen Pauline kümmern. Aber damit wir noch einmal die Verbindung herstellen zwischen den Missionen unserer lieben Frau von Lourdes und der Reise der Reliquien, möchte ich Sie noch mal bitten, noch uns das genauer zu erklären. Die Missionen unserer lieben Frau von Lourdes können stattfinden gemeinsam mit den Reliquien, aber auch ohne die Reliquien. Die Missionen unserer lieben Frau von Lourdes, wir haben es gestern bereits gehört in den verschiedenen Vorträgen, die Missionen sind einfach die Verkündigung der Botschaft von Lourdes, die Worte Mariens an Bernadette. Es ist eine Weitergabe, es ist eine Erneuerung von allem, was wir hier in Lourdes erleben. Wir erneuern den Ruf, den unsere liebe Frau von Lourdes an uns gerichtet hat. Die Pilger kommen nach Lourdes, aber wir müssen ihnen auch begegnen, denen, die nicht nach Lourdes kommen können, damit wir ihnen etwas von Lourdes und von der Gnade von Lourdes nach Hause bringen können.
Es geht da nicht nur um Ideen und Theorien, sondern es muss eine Begegnung gelebt werden, eine Beziehung gelebt werden. Diese Gnade von Lourdes, von der Bernadette auch profitiert hat, soll weitergegeben werden. Gestern hat Pater Brito vom Heiligen Geist gesprochen und Bernadette ist diese Botschafterin des Heiligen Geistes. Sie bringt uns Hoffnung. Denn diese arme Bernadette, die aus einer wirklich armen, am Rande stehenden Familie kam, hat ein wunderbares Versprechen gegeben. Sie hat versprochen, zur Grotte zurückzukehren und sie ist nicht alleine. Bernadette wird gestärkt durch diese Begegnung mit Gott durch Maria. Das hilft ihr, glücklich zu sein. Und dieses Glück wollen wir weitergeben an all diejenigen, denen wir begegnen. Und ich denke auch, dass wir durch die neue Evangelisierung dieses Engagement eingehen müssen. Als Nationalheiligtum mit den neuen kanonischen Statuten nimmt diese Kirche die Verantwortung auf sich, die Botschaft weiterzugeben. Die Kirche ruft uns dazu auf, Propheten zu sein von der Neuevangelisierung. Und ein letzter wichtiger Punkt, diese Missionen, ob mit oder ohne Reliquien, sind die Möglichkeiten, die uns geschenkt sind, auf die Anforderungen unserer Zeit zu antworten und auf unseren Berufung zu antworten. Wir haben einen Schatz empfangen, wie wir gestern schon gehört haben, und unsere Aufgabe ist es, diesen weiterzugeben. Es ist eine wunderbare Gelegenheit. Wir müssen den Glauben dadurch anreizen. Mir gefällt der Ausdruck von Papst Franziskus sehr gut, der von missionarischen Jüngern spricht. Viele von uns werden durch diese Mission unserer lieben Frau von Lourdes zu eben solchen missionarischen Jüngern. Maria hat hier eine Botschaft verkündet, damit diese weitergegeben wird und andere durch sie erreicht werden. Zunächst geschah das durch Bernadette, heute geschieht das durch uns. Sie hat es an die Priester weitergegeben und wir müssen als Missionare es den Menschen weitergeben in der heutigen Zeit. Viele Menschen nehmen heute an den Missionen teil und werden somit selbst zu diesen missionarischen Jüngern. Monseigneur Seddon, welche Verbindungen schlagen Sie zwischen all dem, was Sie geleistet haben für die Reise der Reliquien und der eigentlichen Wallfahrt, die Sie nach Lourdes machen? Gibt es da eine Verbindung? Ich glaube, diese Reise der Reliquien ging weit über das hinaus, was wir mit unserer Wallfahrt machen. Ich glaube, dass viele Menschen, die noch nie in einer Kirche oder vielleicht seit langer Zeit nicht mehr in einer Kirche waren, die Möglichkeit hatten, sich dieser Kirche wieder anzunähern. Wir konnten Leuten etwas erklären zu den Feierlichkeiten, die stattfanden, was wir sonst nicht möglich wäre. Denn in Lourdes wird das ein bisschen vorausgesetzt. Viele haben wieder das Sakrament der Beichte genutzt. Und ich glaube, diese Reise hat wirklich den Glauben in vielen Menschen erweckt. Merci Mathias pour cette question. Selbe Frage geht an mich. Also in England sind einige Sachen mir besonders aufgefallen. Viele haben auf diesen Aufruf geantwortet, auch in England, Missionare zu sein, Jünger. Und mich hat das sehr berührt, diese ganzen Zeugnisse hier zu hören. In den USA und in England wurde es auf ganz unterschiedliche Weise gelebt, aber die Früchte sind doch sehr ähnlich.
We have something, ich möchte noch auf einen ganz besonderen Aspekt eingehen. Wir hatten eine Online-Wallfahrt. Das hat gestartet vor einigen Jahren bereits, in 2004, als der damalige Bischof Perrier uns einige Steine von der Grotte überließ. Und so haben wir es geschafft, ein Stück Lucht in die Vereinigten Staaten zu bringen. Wir haben den Leuten versucht klarzumachen in den USA, dass die Jungfrau Maria, zu der wir sonst beten, eben genau die ist, die in Lucht erschienen ist. Und wir haben sie versucht, die Botschaft näher zu bringen durch das Luchtwasser, das wir ihnen weitergegeben haben. Und es wurde uns bewusst, dass viele die Botschaft von Lucht nicht kannten, davon noch nie gehört hatten. Und unser Ziel war es, diese Botschaft wirklich zu den Menschen zu bringen, die noch nie von Lucht gehört haben, in Form von Prozessionen, in Form von den Steinen, in Form vom Wasser. Wir gingen in Schulen, Pfarrgemeinden, Altenheime. Und wir waren wie überrascht, wie viele Leute einfach gekommen sind zu diesen Veranstaltungen. In 2004 waren wir in 21 englischsprachigen Ländern. Und wir hatten mehr als 300.000 Menschen, die insgesamt an diesen Veranstaltungen teilgenommen haben, auch an diesen Online-Wallfahrten, die wir regelmäßig organisiert haben. Wir haben das Rosenkranzgebet gemacht, wir haben Prozessionen abgehalten. Wir haben festgestellt, dass viele Menschen geweint haben, als sie diese Steine von der Grotte berührt haben. Das sind alles Menschen, die vielleicht noch nie nach Lucht gekommen sind und vielleicht auch noch nie dorthin kommen werden, weil es zu schwierig ist mit dem Visa. Aber sie haben trotzdem eine tiefe Verbindung aufbauen können. Es ist so erstaunlich zu sehen, wie viele Menschen weinen, weil sie berührt sind von der Geschichte Bernadette, auch wenn sie vorher noch nie von ihr etwas gehört haben. Wir haben gemerkt, wie viele Menschen nach dieser Botschaft von Lucht dürsten. Und ganz am Anfang wurden wir gefragt, warum organisieren wir diese Online-Wallfahrt, wenn man doch einfach ins Flugzeug steigen kann und nach Lucht fahren kann. Und dann haben wir damals bereits gesagt, vielleicht kommt einmal der Tag, an dem wir nicht nach Lucht kommen müssen und dann sind wir vorbereitet. Und dieser Moment kam durch die Pandemie. Und so waren wir vertraut mit der Botschaft von Lucht und hatten bereits Erfahrung, um das umzusetzen. Eine unserer Online-Wallfahrten wurde von 380 Millionen Leuten gestreamt. Und wir hatten dann auch noch im vergangenen Jahr diese Gnade, die Reliquien aufzunehmen. Das in Kombination mit der Online-Wallfahrt hat uns sehr bereichert. Wenn man Lucht lieben will, muss man Bernadette und die Figur der Bernadette kennen. Und diese Kombination hat uns in unserem Glauben sehr vorangebracht. Unsere Online-Wallfahrten gibt es in verschiedenen Sprachen, unter anderem auch in Spanisch, in Mandarin, in Englisch. Wenn wir hier nach Lucht kommen, dann geht es vor allen Dingen darum, dass wir unsere eigene missionarische Erfahrung vertiefen, damit wir sie weitergeben können, wenn wir wieder zurück zu Hause sind. Pater Vincent Cabanac, Sie sind Wallfahrtsleiter. Ihr Ziel ist es, Leute nach Lucht zu kommen, bringen, die an der Prozession teilnehmen, die in die Messe gehen und so weiter. Und jetzt sagen wir aber, wir bringen Lucht zu ihnen. Ist das logisch oder ist das ein Widerspruch? Oder muss man beide aufrechterhalten? Ich glaube, das ist logisch, ja. Es muss beide Konzepte geben. Es war sehr wichtig, dass diese Botschaft in der ganzen Welt verbreitet wird. Die Botschaft geht natürlich von Lucht aus. Hier hat sie ihre Wurzeln und geht dann in die einzelnen Bereiche der Welt über. Sie wissen alle gut, dass die Luchtgrotten überall auf der Welt reproduziert wurden. Und das war ein Zeichen, dass Lucht eben nicht in Lucht eingeschlossen war, sondern dass Lucht im Grunde einen Ruf tätigte und dieser wurde verbreitet überall auf der Welt.
es gibt auch immer Situationen, wo Menschen nicht nach Lourdes kommen können, weil sie zu weit sind, weil die Pandemie es nicht erlaubt oder weil sie sich auch spirituell zu entfernt von der Kirche fühlen. Und diese Mission unserer lieben Frau von Lourdes und die Reise der Reliquien wird neu verteilt, neu in die Welt hinausgebracht und kann dann vielleicht dazu führen, dass Pilger nach Lourdes zurückkehren. Die verschiedenen Feierlichkeiten können so den Menschen näher gebracht werden. Wer nicht mehr gewohnt ist, zur Anbetung zu gehen, zum Sakrament der Buße, kann das vielleicht besser bei sich zu Hause erleben. Heute in unserer Welt brauchen wir Zeugen, missionarische Jünger, wie das hier meine Kollegen am Gesprächskreis sind, die Botschaft von Lourdes und die Person Bernadette den Leuten nahebringen. Bernadette leuchtet immer voll des Lichts, das sie empfängt, und dieses Licht leuchtet in die Welt hinaus. Wie oft haben wir schon gehört, dass die Menschen, die mit Bernadette zur Grotte gingen, über Bernadette dieses Licht der Grotte empfangen haben? Denn sie war wie ein Spiegel der Jungfrau Maria und ihrer Worte. Und das stellen wir uns auch vor, wenn wir die Reliquien verehren, wenn wir die Gesten von Lourdes durchführen, wenn wir gemeinsam beten. Dann treten wir in diese Beziehung ein, für die Bernadette Zeuge ist. Und dafür müssen wir nicht vor Ort sein. Das Wichtige ist auch bei diesen Reisen, dass man Menschen erreichen kann, die sonst nicht kommen können. Bernadette kann in die Gefängnisse gehen, in die Krankenhäuser, in die Altenheime. Und das ist, denke ich, diese Strahlkraft von Lourdes, die in die Welt getragen wird. Pauline Broquet, erzählen Sie uns etwas über die Organisation der Mission unserer lieben Frau von Lourdes und der Reliquienreisen. Es ist ein Team, das sich darum kümmert. Wir sind Missionare, aber wir werden nicht zu Missionaren, weil wir selber an etwas glauben. Wir können nicht unsere eigenen Glaubenspraktiken auf andere übertragen. Wir müssen uns auch auf die Kultur des jeweiligen Landes einlassen. Dafür braucht es ein Team. Es ist eine Herausforderung, und zwar nicht nur aus technischer Sicht, sondern es geht auch darum, wir müssen mit den Menschen vor Ort zusammenarbeiten, eine Gemeinschaft aufbauen rund um dieses Projekt. Und ich glaube, die Leute hier um diesen runden Tisch herum können auch davon Zeugnis ablegen. Ich erinnere mich daran, was in England gewesen ist. Wir haben gemeinsam Inhalte gestaltet. Wir haben darüber diskutiert, wie es die Leute am ehesten anspricht. Das war wirklich ein tolles Team. In den Vereinigten Staaten hat jede einzelne Pfarrgemeinde unsere Teams empfangen und jeder hatte ihre ganz eigene Art und Weise zu funktionieren. Diese Erfahrung von Lourdes hat sie alle sehr gestärkt. Es war eine Gnade. Ich glaube, das ist das Ziel. Wir müssen dieser Begegnung einen Platz, einen Raum lassen. Viele Wallfahrtsdirektoren werden sich jetzt sicher die Frage stellen, warum nicht bei uns, warum nicht wir? Wie kann das vor sich gehen? Es ist eigentlich so, dass die Diözese auf uns zukommt, sich an den Rektor wendet und dann werden diese Missionen umgesetzt. Die Reliquien kommen also im Grunde zu Ihnen, wenn der Bischof, der jeweilige Ortsbischof, sie einlädt. Heute haben wir schon einiges an Erfahrung gesammelt, um professionell diese Missionen und die Reliquienreisen zu organisieren. Der finanzielle Aspekt muss zweitrangig sein. Es wird sicher einige von Ihnen geben, die sagen, das ist sicher kostspielig, also möchte ich die Reliquie nicht empfangen. Oder werde ich genug Geld haben? Darum geht es nicht. Wir finden eine Lösung. Wir hatten noch nie Probleme, das finanziert zu bekommen. Pater Jean-Marcel, welche sind die Projekte, die Sie in nächster Zeit haben?
Wir sind mitten in der Organisation. Aktuell sind die Reliquien auf dem Weg nach Chaville, die ihr 75-jähriges Bestehen feiert. Und eine noch kleinere Reliquie befindet sich zurzeit in Süditalien. Und die Rückmeldungen sind sehr positiv. Wir haben einige Anfragen zurzeit mit kleinen Missionen auch verbunden innerhalb von Frankreich. Und im März reisen die Reliquien auch in größere Diözesen und Pfarrgemeinden hier in Frankreich. Wir haben auch Anfragen aus dem Ausland, insbesondere aus Belgien, den Niederlanden, die sich darüber Gedanken machen. Wir haben sehr viele Anfragen, aber wir können darüber jetzt noch nicht sprechen, weil sich das noch nicht weit genug entwickelt hat. Wir wissen in Frankreich, dass die Reliquien in die südwestlichen Regionen und nach Paris reisen werden. Was die anderen Länder betrifft, da bestehen zurzeit noch Diskussionen, aber wir können noch nichts bestätigen. Auch andere Kontinente haben uns zum Teil angefragt. Zum Beispiel Afrika ist interessiert daran, die Reliquien zu empfangen. Um mit Ihnen Kontakt aufzunehmen, reicht es, Sie per E-Mail zu kontaktieren und da werden alle Ihre Fragen beantwortet. Meine E-Mail-Adresse lautet also jean-marcel.rossini@lourdes-france.com. Die Kontakte befinden Sie auch in Ihrem Pilgerheftchen. Vielen Dank, Pater Nicoli, und allen Teilnehmern hier bei der Gesprächsrunde. Zum Abschluss noch einen kleinen Applaus. Vous avez vu que vous avez des ateliers à votre disposition et sur le site.